Servus Leute, euer Domme ist wieder dabei und ja, wir spielen heute Antibody oder Antibody oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein sehr geiles Free-Indie-Game, ich habe es gezockt, es haben jetzt nicht so viele Leute gespielt, ich glaube 700 Leute oder so haben es online gespielt, das kann man nämlich, also die, man kann seinen Wert, seinen Highscore hochladen. Ich bin momentan, glaube 5. Platz weltweit, ist auch egal. Also ich rufe euch dazu auf, das euch auch runterzuladen. Das hat ziemlich viel Zeit bei mir rumgeschlagen. Jetzt halt eher ein kürzeres Video. Ihr seht, das spielt man nur mit Maus. Es gibt nur Shoot und Boost. Also Rechtsklick ist Boost und Shoot ist Linksklick. Ja, wir sind diese süße kleine Spinne. Und ihr seht schon, dass man eben hier, also bewegen kann man sich nur mit der rechten Taste. Da, wo man die Maus hat, da wird man eben quasi hingefahren. Die haben vorne so ein Schild, diese Viecher da, diese Tanks. Und ja, die verschiedenen Gegner haben halt auch unterschiedliche Eigenschaften. Und ja, wir sind dieser Antikörper, der eben die vernichten muss, die Viren, wenn das welche sind. Diese sind auch ganz lästig. Die werden ziemlich schnell, aber die können ganz schlecht Kurven drehen. Und die brauchen nur einen Schuss, aber wenn sie eben draufgehen, explodieren die so. Und die Explosion kann euch auch schaden. Wir haben übrigens auch nur ein Leben, das heißt, ja, One-Hit-KO ist halt ziemlich spannend dann. Jetzt ist ja noch einfach, also ich hoffe mal, dass ich hier nicht drauf gehe. Es könnte natürlich ein recht kurzes Video werden. Ich wollte einfach nur mal euch sagen, dass es so ein Spiel gibt und dass ihr das gerne spielen sollt. Ich habe natürlich den Download-Link in der Beschreibung. Ja, und da sieht man hier unten so ein Counter, das ist wie viel Boost sich machen kann. Das heißt, man sollte sich überlegen, wo man hingeht. So, die mache ich mal hier bitte. One-Hit, die Explosion von den Schaden auch Gegner, das kann man also taktisch nutzen. Noch ganz easy hier, ne? Ist jetzt noch nicht voll. Ah, okay, da werden schon die nächsten Gegner eingeführt. Wenn die sich zu lange aufblähen, also wenn die zu lange Zeit kriegen, dann werden die in so 5 Projektile explodieren, die dann in alle Richtungen schießen. Und grafisch und ich muss vielleicht mal ein bisschen was zum Spiel labern, ist halt ein Score-Attack, also für Leute, die halt sowas nicht weglegen können, wie zum Beispiel ich. Wenn man dann einfach dieses Spiel spielt und sich dann sagt, ja, komm jetzt noch einmal und dann legst du es weg und dann legt man es halt einfach nicht weg. Und ja, boah, nein, ach, okay, jetzt seht ihr, das Ding ist hochgegangen. Ja, genau. So, bam, Triple Kill. Ah, genau so. Es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man schnell klicken kann, wobei schnell klicken ist auch meistens dann ein bisschen unpräzise. Okay, jetzt ist gefährlich, wenn da so viele von denen sind. Und man sollte halt einfach Prioritäten setzen. Die Fetten werden übrigens auch ganz schnell und können halt schlecht wenden. Wobei die hier sind sehr wendig, aber halt nicht. Die können halt nur Fernkampfangriffe machen, was heißt nur. Das ist eigentlich ziemlich lästig. Ich würde sogar sagen, dass die mit die schlimmsten Gegner sind. Die One-Hits sind jetzt nicht so schlimm. Die Fettsäcke stehen euch halt immer im Weg rum, also auch ganz lästig eigentlich. Okay, jetzt muss ich mich gerade schon langsam konzentrieren. Nach Blau kommt noch Weiß und dann kommt, glaube ich, schon Schwarz. Das ist dann, weiter kam ich noch nicht, aber das ist auch dann so ziemlich die letzte Station, glaube ich. Okay, jetzt bin ich schon so ziemlich in der Klemme. Wie ihr seht, also die Gegner werden natürlich mehr und fiese angeordnet. Also wenn halt manche Waves nacheinander kommen, dann ist es halt ziemlich dreist. Okay, mal den Fettsack aus dem Weg. Oh mein Gott, okay. Also ich bin schon down. 100.000, ja, nicht so annähernd gut. Ich habe aber jetzt auch nicht, ja, ich habe mich jetzt nicht warm gespielt oder so. Also man wird schon besser in dem Spiel. Am Anfang so fängt man so an mit 20.000. Ich glaube, erstes Mal oder sollte man eigentlich schon bis 40.000 kommen, Punkte, und dann geht's halt aufwärts, ne? Ja, und wenn man dann halt ein bisschen gespielt hat, dann kommt man schon so auf die 400.000. Also wenn man Glück hat und gerade mit drin ist, dann kann man halt auch mal auf die 700.000 kommen. Das ist aber dann schon ziemlich schwer. Ja, versuch's einfach mal mit Gespamme dieses Mal. Die Musik ist auch ganz nice. Es ist gar nicht so auffällig, aber wenn man drauf achtet, ist halt ganz ruhig, aber auch irgendwie, also battle-ig, keine Ahnung. Die ganzen Animationen von denen, Laufanimationen, sehr geil. Ja. Wenn man schnell an den Punkt kommen will, dann kann man auch dreimal boosten. Aber weil man eben bei einem Boost ist man am Anfang immer ganz schnell.
Und dann wird man immer langsamer und wenn man halt dreimal drückt hintereinander, ist das natürlich klar. Ich spiele einfach mal nochmal hier die Runde fertig und dann, ja, ladet es euch doch gleich selber runter. Schaut, ob ihr mich schlagen könnt. Ich heiße da in der Rangliste, so wie mein YouTube-Kanal, Revilem. Und, ja, genau. So sieht's aus. Falls ihr mich nicht kennt, ich mache halt so Indie-Game-Reviews und generell mache ich gerne Indie-Games. Ja, Indie-Games im Prinzip, ja, das ist eigentlich alles, ne? Also wer keine Indie-Games mag, der wird sich wahrscheinlich dieses Video nur durch Zufall angeschaut haben. Oder der, ja, der mag andere Spiele. Oder der, keine Ahnung, der schaltet jetzt besser aus, wie auch immer. Muss gerade mal ein bisschen mehr spammen, sonst schaffe ich es nicht mehr. Rot ist noch easy eigentlich. Zumindest für mich mittlerweile. Ich genieße einfach die Musik. Ist bestimmt schon lästig, mich labern zu hören. So. Entschuldigt, aber das ist gerade echt Konzentration pur. Und wenn die euch zu nah auf die Pelle rücken, dann geht boostet lieber weg, weil sonst werdet ihr von der Explosion angetroffen und dann ihr seid ja One Hit, dann ist es aus, Leute. Oh, das war schon knapp, da hätte ich eigentlich schon wegboosten müssen. Da ist halt dann Vorsicht geboten, ne? Okay. Ungünstig. Die Gegner werden übrigens nicht von den Projektilen getroffen. Also braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Okay. Okay, das war kritisch. Okay, wir sind schon bei Weiß. Diesmal sind wir über den Score offensichtlich rausgekommen. Okay, das ist gruselig. Geht, bleib weg von mir. Die anderen, habe ich ja schon gesagt, die anderen Viecher nehmen auch Schaden von den Explosionsdingern und deswegen ist es ganz gut, die auszuschalten, wenn gerade viele Gegner drumherum sind. Okay, da, der geht schon selber drauf. Eigentlich sind die Knollen gar nicht so das Problem, abgesehen davon, dass man halt nicht in die reinfahren sollte. Okay. Aber die machen sich halt selber kaputt. Okay, da, das war schlecht. Okay, komm. New High Score wird es wahrscheinlich nicht, aber naja. Ich habe mir jetzt auch aufgefallen, dass das Spiel ab irgendwie 700.000 ein bisschen anfängt zu laggen. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil dann so viel. Okay, jetzt gehe ich glaube ich drauf. Endgültig. Okay, das ist krass, Leute. So, da helfen mir die Explosionsviecher ausnahmsweise mal. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, die Wave zu clearen. Das war jetzt schon Hardcore pur, würde ich mal sagen. So, da wieder die Explosionsviecher kommen. Genau. Sehr nice. Okay. Und immer diese Fernkampfviecher als erstes ownen, weil die stehen so im Weg rum. Ganz ehrlich, Mann. Die nerven einfach nur. Na, sieht aus wie jetzt, wenn wir vielleicht sogar 200.000 schaffen. Naja, vielleicht auch einfach nicht. Komm. Ah ja, vielleicht habe ich. Oh nein! Ah, oh, okay, gut. Diesmal nicht so gut, 146.000. Naja, besser als das erste Mal. Ja, dann rufe ich euch dazu auf. Holt euch, schlagt mich. Ja. Bis zur nächsten Indie-Game-Review. Outro. Go!